Wenn du im Procreate eine neue Leinwand anlegst oder ein Foto importierst, dann wird es dir so angezeigt, dass es möglichst die ganze Arbeitsfläche füllt, während du das ganze Bild siehst. Beim Arbeiten wirst du aber auch mal reinzoomen wollen, um genauere Manipulationen vornehmen zu können. Um das zu tun, tippst du mit zwei Fingern auf die Leinwand und ziehst die Finger auseinander. Zum Drehen auch wieder mit zwei Fingern drauf tippen, dann allerdings eine Drehbewegung durchführen. Ich glaube, das ist relativ intuitiv, das funktioniert ja bei den meisten Apps so. Um das Bild jetzt wieder ganz genau auf die ursprüngliche Größe und in die ursprüngliche Ausrichtung zurück zu manövrieren, tippst du wieder mit zwei Fingern auf die Arbeitsfläche und ziehst sie zusammen und lässt dann schnell los. Dann macht Procreate automatisch wieder diese Standardansicht. Wenn du das Bild allerdings um 90 Grad gedreht hast, dann macht Procreate wieder diese möglichst große Ansicht, aber dreht dir das nicht komplett zurück. Das heißt, du musst erst zurückdrehen und dann eben diese Bewegung ausführen, um das Bild wieder im Originalzustand zu haben. Im Laufe der Arbeit mit dem Bild kann es immer passieren, dass du feststellst, dass die Leinwandgröße, die du dir vorher ausgesucht hast, nicht optimal für deine Bedürfnisse ist. Oder das Bild, das du importiert hast, muss beschnitten werden. Dann kannst du hier auf deinen kleinen Werkzeugschlüssel tippen und unter Leinwand auf Beschneiden und Größe ändern. Jetzt siehst du unten die pixelgenaue Angabe der aktuellen Größe. Also 2706 Pixel ist mein Bild breit und 1797 Pixel ist mein Bild hoch. Mit der Auflösung, die im Moment eingestellt ist, kann ich damit 106 Ebenen anlegen. Das ist deswegen wichtig, weil es passieren kann, dass du einen so großen Pixelwert eingibst, dass tatsächlich das zu groß wäre für Procreate, also dass die Anzahl der Ebenen nicht mehr für die ausreicht, die du aktuell hast. Und dann wird Procreate dir nicht erlauben, das tatsächlich so durchzuführen. Der letzte Punkt, Inhalt anpassen, bedeutet, dass das Bild an sich mit manipuliert wird. Also wenn ich die Leinwand größer oder kleiner mache, wird das Bild ebenfalls skaliert. Das passiert aber immer nur proportional. Ich habe es jetzt angetippt, Inhalt anpassen und du siehst, dass sowohl Breite als auch Höhe blau hinterlegt sind und das Symbol dazwischen, das heißt proportional, ist ebenfalls ausgewählt. Das heißt, jetzt kann ich nur eine proportionale Veränderung der Leinwand machen. Ich kann jetzt mit beiden Fingern auf das Bild drauf tippen und größer oder kleiner ziehen. Das wird aber nichts verändern. Also das ist nur eine Ansichtssache. Ich kann mir das jetzt zum Beispiel ganz klein ziehen, um jetzt viel Platz zu haben, um das Bild größer zu machen. Ich kann aber an den Anfassern, an den Ecken oder an den Rändern die Leinwand verändern. Und das entspricht nicht dem, was da unten eigentlich steht. Da steht nämlich eigentlich Inhalt anpassen. Wenn ich jetzt auf Fertig tippe, dann ist der Inhalt nicht angepasst. Also bitte nicht wundern, ich mache das nochmal rückgängig. Wenn du den Inhalt also anpassen möchtest und die Leinwandgröße verändern möchtest, dann musst du hier tatsächlich pixelgenaue Angaben machen. Also im Moment habe ich 2706 Pixel und ich möchte daraus mal 3000 Pixel machen. Du siehst, die Leinwandbreite habe ich gesetzt und die Leinwandhöhe wurde automatisch geändert. Gleichzeitig ist die Anzahl der möglichen Ebenen gesunken auf 85. Es waren vorher, glaube ich, 104, wenn ich mich recht erinnere. An der Ansicht ändert sich jetzt nichts, das heißt, es sieht genauso aus wie vorher. Das liegt aber nur daran, dass die Proportionen von Bild und Leinwand immer noch identisch sind. Aber wenn ich jetzt auf Fertig tippe und hier unter Leinwanddaten mal nachschaue, dann ist tatsächlich die Pixelgröße von meinem Bild eben genauso, wie ich sie eben gerade angezeigt habe. Ich gehe nochmal zurück ins Menü und lasse jetzt mal diesen Punkt Inhalt anpassen aus. Tippe jetzt nochmal auf die Leinwandbreite und gebe mal einen größeren Wert an. Und wie du siehst, wird die Leinwand nach rechts verbreitert. Ich gebe auch mal eine größere Höhe ein. Und die Leinwand wird nach unten verbreitert. Das heißt, das Bild wird nicht zentriert oder ähnliches, sondern es geht immer nach rechts unten. Du kannst aber mit dem Finger auf die Leinwand drauf tippen und die ein bisschen verschieben. Und dann kannst du dein Bild mehr oder weniger zentrieren. Das geht hier an dieser Stelle leider nur Pi mal Auge. Um auch noch auf den Punkt Rotation unten einzugehen, wenn ich den Regler verschiebe, dann dreht sich das Bild entsprechend. Aber ich denke, das ist auch selbsterklärend. So kannst du mit der Leinwand also arbeiten. Mit zwei Fingern verkleinern, vergrößern oder drehen. Hat allerdings keinen Einfluss auf die
Leinwand an sich, sondern nur auf die Arbeitsfläche. Wenn du die Größe der Leinwand verändern möchtest, dann gehst du unter Leinwand auf Beschneiden und Größe ändern und gibst hier am besten die Werte ein, die du am Ende haben möchtest und tippst auf Fertig.